da bin ich schon wieder. Was war denn der letzte, der hier? Genau. So. Muss mir unbedingt die Trailer nochmal näher ansehen. So viel habe ich schon begriffen. Neue Klamotten sind schweineteuer. Repair-Kits hingegen spottbillig. Ja, ne, eine Hoodie für 1,5. Ich glaube, das kannst du vergessen. Gloves, was kosten Handschuhe noch? Ja, komm, also vernünftige Handschuhe, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das Geld kostet. Nehme ich mal eins mit. Und, ja, ne, Verkauf 10. Hats and Caps. Was brauche ich denn als Cap? Ich habe schon einen Helm. Nämlich einen da Flight Helmet. Ja, das scheint doch einer der besseren zu sein, nicht wahr? Aber im Grunde fast identisch mit dem Firefight Helmet. Da muss ja auch überall erstmal rangucken, na, wie so die Relation aussieht. Guck mal, zum Beispiel Klamotten kann man richtig gut Kohle mit scheffeln. Ist ja verblüffend. Kostet alles 1,5. Da auch Bad Field West und so weiter. Das muss man sich merken, da ist Kohle mitzuholen. So, Abteilung Klamotten. Spezialsachen. Gut. So, jetzt aber zu mir selber. Brauche ich denn noch irgendwas? Ich meine, ich habe leidlich viel Schrotmunition. Das ist schon mal gut. Ja, da kommt man Donnerstag mit hin. Ich habe ein gewisses Maß an Medikamenten. Ich würde gerne die Leuchtpistole und das Zielfernrohr noch für gutes Geld loswerden. Versalien sind da und die Optik würde ich auch gern verkaufen. Ich gucke da hinten nochmal rein. Die rennen da alle so hektisch rum. Genau, lass mich da mal auch hin. So, das war Scopes waren das. Anscheinend nichts, was ich da habe, kann man hier verkaufen. Munition. Lohnt sich das denn? Zum Beispiel 7,62x54R. Das sind 100 für 80 Schuss. Ne, 10. Für 10 Schuss. Verdammt wenig, ne? Magazine. Handguards. Boah, bringen Handguards Kohle. Das muss ich mir merken. Artstocks nicht, aber Handguards bringen Kohle. Optics. Ach, guck mal hier. Da, Cobra Sights. Cell. Bam. Und nochmal Hunting Scope. Brauche ich ein Hunting Scope? Nicht auf einer AK, ne? Was kostet mich denn eine Optik auf einer AK? Ja, hier scheint es die. Das hier, PSO 1, ne? Das ist zum Beispiel eine AK. 4000. Will ich 4000 für eine Optik ausgeben? Nee, will ich nicht. Schalldämpfer. Oh. Normalized Suppressor. Oh. Eastern Forces. Oh. Den baue ich mir aber so schnell. Ein Musing Compensator. Bayonette. Flashlights. Also, es lohnt sich schon, so einen Kram abzuschleppen. Noch raus hier. So, wie sieht das mit meiner Munition aus für das Ding? Geht so, zwei Magazine, ne? Also, den schrauben wir jetzt erstmal auf die AK. Sehr gut. Und will ich die Pistolen-Suppressors noch irgendwie loswerden? Beim Zubehörhändler oder direkt beim Waffenhändler? Mal schauen. Trade. Scopes, Ammunition, Magazines, Handguards, Bastard, Office, Suppressors, Pistol Suppressor, ich glaube drei Stück, ne? Cell, Cell und nochmal Cell, da habe ich bei 18.000 Orken. Wann geht mir das gut? Compensators, Bayonets, Flashlights, Schnickschnack. Ich glaube, da kann ich mir ein bisschen Munition leisten, ne? Das war 7,62x54R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kann ich so viel überhaupt bein? Ja, müsste ich. So. 10er-weise.
Ach, 20 sind das immer. Sind das immer 20? Ich weiß es nicht. Ach, ich werde es schon rausfinden. Was haben wir denn da? Ein Magazin AK-47, Magazin AK-47. Da habe ich drei Magazine. Verblüffend. Aber gut. Gut zu haben. Ja, ich sehe noch ein bisschen bunt aus, ne? Naja, schön. So, ich habe doch jetzt einen Kochtopf hier irgendwo dabei. Das ist schon mal gut. Ist da was da drin schon? Nein. Was tut man üblicherweise in einen Kochtopf? Natürlich Munition. Ist ja klar. Weiß ich selber. Aber was machen wir denn mit der Leuchtkugelpistole? Läuft die unter Waffen doch, ne? Weil brauchen tue ich die definitiv nicht. Melee? Handwaffen? Desert Eagle FX. Oh ja, die bringen schon Geld. BK-18 da. BK-133, die Scorpion. Also hier bringen Waffen noch Schotter. Aber leider nicht die Leuchtkugelpistole. Jedenfalls nicht bis jetzt. Kaufen kann man die gar nicht. Man kann sie nur verhökern. Magazines. Ja, habe ich. Bringt auch durchaus Schotter. Ammo Modification, Scope Mod. Ja, was mache ich mit der Leuchtkugelpistole? Nix, ne? Sieht so jedenfalls so aus. Na schön, dann ist das so. Oder. Ach so, ich habe ja nichts zu sellen hier. Oder müsste ich es vielleicht beim Ausrüstungshändler probieren? Fällt eine Leuchtpistole vielleicht unter Ausrüstungshändler? Das wäre nicht vollkommen ausgeschlossen. Sage ich ihn einfach mal. So, Tools Small. Tja. Base Building. Tonnen. Kits, Kits, Tools, Electronics, Fire and Light. Cooking and Hunting. Ich glaube, ich nehme mir auf jeden Fall noch Nähzeug mit. Halt, bei Tools Small, ne? Noch ein Sewing Kit auf jeden Fall. Man sieht, was die Klamotten neu kosten. Ein Leder-Repair-Kit habe ich. Muss ja einfach eigentlich noch eine Rolle Tape oder so mitnehmen, ne? Ja, Base Building Plus. Lagerbox Tonnen Kits. Kits and Base Tools Big. Electronics, Fire and Light, Cooking and Hunting. Ja, wo sind sie denn? Hardware Supplies. Duct Tape. Das kostet Geld. Es kann natürlich sein, dass Duct Tape hier alles reparieren kann. Das gab es ja auch mal eine Weile. Ja. Wird das dunkel oder wird das Wetter schon wieder schlecht? Ach, so egal. Muss ich mich erstmal was trinken? Oh, krass. Ja, wie sieht es denn mit Verpflegung aus? Sollte ich Büchsenfutter kaufen? Oder darauf hoffen, dass ich was finde? Oder vielleicht lieber irgendwas suchen? Keine Ahnung. Schmeiß ich mal einfach weg. Obwohl, kann man hier bestimmt auch verkaufen. Sonnebüchse habe ich noch. Und Sonnebüchse habe ich noch. Und Sonnebüchse habe ich noch und ein bisschen Milchpulver zum drauf rumkauen. Ja, und zwei Desert Eagle Magazine. Wieso habe ich Desert Eagle Magazine in der Tasche? Warum verhökere ich die nicht? Hier war doch irgendwas mit Magazinen, oder? Ah, Scopes, Ammunition Magazines da. Desert Eagle Magazin. Sell, sell. Und ein CR-527 Magazin habe ich auch noch. Cell, wieder ein freier Slot. Gut, ich glaube, das soll es jetzt aber auch sein. Da ist der Geldautomat. Boah, ich habe 36.000. Ich hatte schon 20.000, kriegt man anscheinend gleich so mit. 36.000. Ach, du lieber mein Vater. Ja, was habe ich da alles für tolle Sachen? Ich habe einen Gürtel, ich habe dies, ich habe das, eine Weste. Ja.
brauche ich denn auch großartig? Für Kurzwaffen brauche ich gar nichts. Das Ding schmeiße ich nachher weg. Anscheinend kann man es hier nicht verkaufen. So, ja. Dann würde ich sagen, geht's weiter. Und zwar beim Autohändler. Denn wo Autos von der Insel fahren, da muss es ja irgendwo auch eine Straße geben, die bis aufs Festland führt. Außerdem kann ich vielleicht Interesse halber mal gucken, was Autos hier eigentlich kosten. Eieieiei. 6,5 Millionen. Es gibt nur GTIs, wa? Nein. Das sind Räder. BMWs für 3,2. Lada für 1,5 Millionen. Das sind aber gepfefferte Preise, mein lieber Schaden. 70.000 Gebrauchtwagen. Mann, man kriegt doch gebrauchte Karren. Lustige Idee. Er ballert da rum und warum? Ja, ich bin jetzt da. Das heißt, ich muss wohl in diese Richtung hier. Also da lang. Irgendwo Schatten? Ja. Sonne kommt so etwa aus Süden, also renne ich jetzt Richtung Westen. Warte mal, wenn die da hinfahren. Ich wollte ja eigentlich trockenen Fußes wieder zurückkommen. Da gibt es eine Straße. War hier nicht irgendwie so eine Brücke gebaut oder sowas? Komm, ich renne die Straße mal rauf und dann werde ich es ja bald wissen. Ich habe gar keinen Bock zu schwimmen. Das ist eher langsam. Hier werden die Fahrzeuge mit dem Tieflader ausgeliefert. Nicht ein defekter Hubschrauber. Ah ja, er fährt. Lieferwagen, wie geil. Mal schauen, wer hier rumballert. Halt ich der Frachter rum? Tja, Jungs, ihr seht nicht mehr gut aus. Da gibt es irgendeine kreisförmige Einrichtung? Gibt es hier eine Fährverbindung? Nein, wahrscheinlich eher nicht. Ah ja, man fährt also. Auch noch Wetter. Okay, man fährt also hier rum, um auf die Insel zu kommen. Gibt es hier auch irgendwo einen Fußsteig für Fußgänger oder. Nee, da hinten läuft auch schon einer. Oh je. Eventuell muss ich mir doch noch mit dem Gedanken anfreunden, irgendwie mir was zu futtern zu beschaffen. Fangen wir mal klein an hier. Ja, ich bin so ungeduldig.
Strecke ist langweilig. Und er hat viel mehr Zeit als ich. Aber er hat auch ein Messer. Mann, ist das ein langer Weg. Da überlegt man sich ja doch noch zu schwimmen. Weil viel nasser werden als jetzt kann man eigentlich auch nicht mehr. Wer mal da ist, der will auch nicht so schnell wieder weg vom Händler, ne? Vom Trader, weil Junge, Junge. Also nächstes Mal schwimme ich, glaube ich, lieber. Sag mal. Wenn ich aufpasse, falle ich am Rand des Kontinents runter. Wer hier ins Wasser fällt, ich glaube, der hat so richtig die Arschkarte. Heidewitzka. Definitiv nächstes Mal schwimme ich. Ja, schon, das wäre irgendwas Teures, was man mitnehmen kann. Das gibt Längen im Film. Und hier aus kann ich jetzt ja eigentlich erstmal. Oh, Server restart in 4 Minuten. Habe ich es ja gerade noch bis aufs Festland geschafft. Ich muss nur noch rausfinden, wo ich hin will von hier aus. Ich würde sagen, richtig in den Wald rein Richtung Tulga. 4 Minuten haben wir ja noch. Das sollten wir doch schaffen. So schön, dass die Sonne noch mal durchkommt. Ziemlich genau, oder? 2 Minuten bis Restart.
Aha. Na also. Hechten wir jetzt einfach in irgendein Haus rein und das betrachten wir dann als sicher. Mit offenen Türen. Ja.